Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Muramasa Rebirth mit mir, dem Leviathan 2. Letztes Mal sind wir in Skull Valley eingedrungen, um Kiskis Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Und heute werden wir die Story weitertreiben und einen Boss besiegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute den Boss besiegen werden. Er sollte eigentlich keine große Herausforderung darstellen. Dementsprechend, zuerst einmal Story. Das ist doch mal die Idee. Lass uns einfach die Leute fragen gehen, die uns schön so die ganze Zeit versuchen umzubringen. Nicht hilfreich. Also das sind also anscheinend diese 6 Schädel, die er da am Arsch trägt. Das sind seine gefallenen Kameraden, die er selbst umgebracht hat. Ein früherer Ninja. Oh, dich kennen wir doch auch. Ich wollte sagen, ein früherer Ninja-Freund, aber hier haben wir noch einen alten Bekannten. Das ist Shitari. Toshiha mo ikanu ni naminaranu udemae. Saredo shosen wa shinobi gotoki no geto. Yagyu yuki no jou no teki dewa nai. So, er war also unser alter Chef. Anscheinend. Hallo Rankai. So, und das sind unsere Bosse. Riesige 100-Füßler. Kein Problem eigentlich, denkt man. Das Ding ist, jeder Part von ihnen ist ein eigener Gegner. Natürlich gehören sie trotzdem recht, also zusammen. Aber sie haben ein paar nette Angriffe drauf. Solange man sich von ihrem Kopf fernhält, ist man eigentlich relativ sicher. Das Wunderbare an diesem Boss ist halt einfach, wie genial es sich anfühlt, Kombos zu sammeln. Ich meine, schaut euch das an. Ich habe noch überhaupt nichts erreicht in diesem Bosskampf. Und habe schon über 250 Kombos. Okay, 300, während ich das erklärt habe. Das ist einfach nur extremst brutal. So. Ein Trick für diese Bosskämpfe, also für diese Gegner, wenn man ihnen den Schweif abhackt, dann bleiben sie kurz stehen. Was das Abhacken ihrer restlichen Körperteile recht erleichtert. Um ehrlich zu sein. So, wir versuchen sie also
kleiner zu machen. Das Problem an der ganzen Sache, wenn sie kleiner werden, werden sie natürlich auch schneller. Man kennt solche Bosskämpfe. Wir sehen hier schön, wie da die Teile abgebrochen werden. Über 600. Das ist extrem, was man hier so an Kombos machen kann. Habe ich 600 gesagt? Ich meine natürlich über 750. So. Man sollte nach Möglichkeit... Ja, das war einer der gefährlichen Angriffe. Da können sie den ganzen Körper zum Rammen benutzen. So, ich bekämpfe gern jeden einzelnen von ihnen. Weil wenn man alle von Anfang an klein hackt, dann werden sie nur unnötig schnell und können von allen möglichen Seiten auf dich zukommen. Deshalb lass so viele groß, wie du kannst. Und kümmere dich um den Rest danach. So, wir nutzen mal noch unser Schwert. Es könnte auch noch einen Haufen Erfahrung regnen, je nachdem, wie wir das hinbekommen. Ich habe schon in anderen Kämpfen gegen die Bosse hier weit über 1000 Kombos erreicht. Aber das bei der Herausforderung, indem man sie wieder bekämpfen kann. Wo ist der Kleine? Hier ist der Kleine. Den wollen wir jetzt natürlich nicht leben lassen. Aber wir können den Hellspinner, also den Schwertwechsel einsetzen, um allen ein bisschen Schaden zuzufügen. Kann ja auch nicht verkehrt sein. So, wir können ihnen den Kopf abschlagen, ja, und das hält sie sogar noch länger auf, aber wie gesagt, der Kopf ist nicht unbedingt der Ort, an dem du stehen möchtest bei den Dingern. Dementsprechend, man muss es sich überlegen, ob es das wert ist. Weil man wird relativ hart von ihnen getroffen. Das ist eine Eigenschaft, die sie besitzen. Natürlich ist es möglich, während des Kampfes ein paar Level zu erhalten. Da man ja für jeden abgeschlagenen Körperteil ein bisschen was an Level kriegt. Also eine Erfahrung. Also insgesamt ein richtig interessanter Kampf, aber nicht wirklich schwer. Sofern man es nicht man kann natürlich, es kann dumm ausgehen, die Möglichkeit besteht natürlich, einfach wenn sie dich doof erwischen und man nicht auf sein eigenes Leben schaut. Aber grundsätzlich kein Problem. So, der erste ist tot, gibt einiges an Seelen, es wird den anderen hier sehr wehtun. So, und wir hacken einfach weiter. Jetzt kommt mir der Kopf ein bisschen zu nah. Das muss man ihnen lassen. Sie können unglaublich gut Schaden anrichten. Diese blöden 1000-Füßler. Oder 100-Füßler. Ja, vom biologischen Standpunkt her müsste man wahrscheinlich eher 100-Füßler sagen. Ihre Beine sind relativ lang und gegen außen. Auch die Färbung erinnert mich mehr an die 100-Füßler zu Hause als an die 1000-Füßler, die ich kenne. Da habe ich irgendwie den größten Teil des Schadens nicht abgekriegt. Gut für mich. So, Waffenwechsel. Oh, hat sogar den Kopf abgehackt. Wie wunderbar. So, und zweiter Tod. Dann gibt es nur noch den einen, glaube ich. Ich glaube, der Bosskampf bestand aus 3 von ihnen. So. Wenn noch ein vierter auftaucht, dann soll es auch nicht so ein Problem sein. Ich meine, wie gesagt, sie gehen recht schnell. Und einfach kaputt. Gehört garantiert zu den einfacheren Bosskämpfen im Spiel. Aber halt auch wirklich so zu den befriedigenden, wenn man da die ganze Zeit Regenbogenzahlen zu sehen bekommt. So, wo bist du hin? Ja, ich höre dich. Die Kombos hier sind halt wirklich relativ brutal. So, wenn ich ihm jetzt noch den Kopf abpacken kann, dann wäre das wunderbar. Und dann bleibt er wenigstens stehen. Je kleiner das er wird, desto effektiver wird es, ihm den Kopf abzuhacken. Oder den Schweif zumindest, genau. Natürlich würde er länger stehen bleiben, wenn man hier noch den Kopf erwischen würde. Aber ich meine, für das haben wir den angegriffen. So, und das war schon unser Boss. Was haben wir? Time Rio, Boss Layer, 1000 Strikes, Endless Struggle. Kein Bonus für die Combo. Naja, brauchen wir auch nicht unbedingt. Sword of Shadows acquired. Schwert der Schatten. Yay! Kikai Senban. Omukade no Kai Arawaru Nado to Hito ni Hanaseba Warai Usa. Ayatsu no Genjitsu ni Minaga Damasareta Nara Nao no Koto.
いい面の川よ。下人風情と侮っておったが、なかなかどうして惜しいやつ。殺すのは役立ててからでも遅くはあるまい。 Ja, das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe an ihm. Hey, ich habe diesen Super Ninja. Vielleicht sollte ich ihn doch nicht umbringen lassen, einfach weil er für mich arbeiten könnte. Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, dann lasse ich ihn einfach umbringen. Er ist ja nur ein Super Ninja, der all meine anderen einfach umbringt. Also, pfff. どうしたの?おい、さっきの続きが聞きて。美濃で一体何があった?鳴神藩のひた隠す宝刀を奪いに行く使命じゃった。抗議は気に食わぬ小藩の落ち度を探し取り潰しておる。徳川に金器の村正を隠しておれば理由に不足はない。お主はなぜかその刀を持って逃げようとしたんじゃ。 両を切り伏せたその構え、伊豆田陣九郎と同じ剣を使う者が他にもおったとは。 Was heißt remember? Jinko ist immer noch hier. その方を殺すのは血と惜しくなってきた。どうだ、キスケとやら腕を試してみぬか。申し出を受けるなら伊賀の常人らに働きかけ、 抜け人一匹赦免いたすように説得してやらぬでもないぞ。うさんくせえ話だが、突っぱねるのは早計か。このままじゃ、この先どこへ行ってもおちおち道も歩けやしねえや。Ach, wie herrlich Kisuke einfach nur mit allen redet. 九段の鳴神で藩主鏡の娘虎姫が改易を不服として 半島となって伊吹山に立てこもっておる。捕らえたいが姫に化け物がついたとの噂が立ち、少々手を焼いておる。その方なら化け物など物の数ではあるまい。伊吹山の鬼となりし鳴神の姫、抗議の手の者より早く召し取ってみせい。できれば。 Yay. So, wir können noch schnell Equipment. Sword of Shadows geht noch nicht. 9-9, okay, ja. Das haben wir nicht ganz. Aber was wir können, ist eine neue Waffe schmieden. Für irgendwas haben wir Muramasa ja hier. So, Shearing Blade. Das habe ich nicht genug Seelen, interessiert mich auch nicht großartig. Ist ein Langschwert, das nirgendwo hinführt, was es noch schlechter macht. Aber mit 23 haben wir hier ein schönes neues Schwert. Gut. Spät haben wir es, noch nicht so spät, oder? Nee. Gut, da können wir sicher noch hier den Weg zurücklaufen. Das sollte übrigst reichen. Ich würde behaupten, wir sollten ja jetzt nicht mehr angegriffen werden von all den Leuten, aber ich glaube, das Spiel wird mir das Gegenteil beweisen. Oder es lässt mich einfach nur durchrennen. Wer weiß. Im Moment sieht es nicht so aus, als würde ich großartig angegriffen werden. Ich sollte das neue Schwert ansetzen. Das macht mir Schaden. Wenn man die Platten hier verfolgt, während Kiske drüber rennt, dann könnte einem leicht schwindelig werden. Ja, ja, gut. Nee, also, warum ich jetzt vorhin gesagt habe, eben in Jinkoro, man kann ja die Spiele zeitlich, also die Spiele, die Stories, hier eigentlich zeitlich recht einfach einordnen. Und das dank den Badeszenen. Komischerweise, die Badeszenen sind die, die uns helfen, hier festzustellen, wann was passiert. So wissen wir, dass Momohime Storyline etwa zur gleichen Zeit passiert als Kiss-Kiss, weil sie sich in den heißen Bädern treffen. Und auch in einem Ending wird da, erfährt man davon dann mehr. Weil in einem Ending kämpft man als Kiske gegen
Chinkoro und umgekehrt in Momohimes Körper. Dementsprechend, ja, daher wissen wir, dass die beiden Stories etwa zur gleichen Zeit stattfinden. Ja, wir werden wirklich nicht mehr angegriffen. Wie wunderbar. Dann kann ich sogar nach dem Item suchen gehen. Salamander Robe. Ist das, damit ich nicht mehr brennen kann, oder? Immunity to Fire. Ja, warum nicht? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. So, wollen wir hier den Weg weiter bestreiten? Ich denke nicht. Ich denke, wir sparen uns den Weg fürs nächste Mal auf. Na, mit dir sprechen wir, wenn wir wieder zurückkommen. Was wir noch machen gehen, und was ich auch schnell noch tun werde, ist die Badeszene aktivieren, weil ich nicht weiß, ob ich gerade wieder an einem Bad vorbeikomme auf dem nächsten Weg. Dementsprechend lasst uns das doch schnell hier machen. Im Ende des Parts hier noch. Und Momohime. Ja, sumane. Yukemori de mienakatta monde. Oku ni dareka iru toa omowanakatta nda. Mineyo yo ni suru kara kochi wa kini shinei de kure. Sekkaku kita nda. Yukkuri tsukaranei to son ja nei ka. Da merkt man, wie klein Kisuke eigentlich ist. Wenn sogar Momohime einen halben Kopf größer ist als er. Ja, das wird uns dann noch. Das wird öfters auffallen, dass Kisuke ein kleiner Zwerg ist. Hier zum Beispiel gleich am Speicherpunkt. Wird einem auch auffallen. Oh, er kommt nicht mal bis zu ihren Schultern, wenn sie gerade da steht. これから尻尾がねえがよく見ねえとな。キスケ様、お気をつけくださいませ。化けていなくとも、女は怖いものでございますよ。 Gut. Ich glaube, jetzt beenden wir den Part. Aber es ist relativ früh, aber ich möchte da nicht in einen Zirkel von endlosem Rennen verfallen, bevor ich weil, ja, längere Parts wird es wahrscheinlich gern mal wiedergeben. Lieber nicht heute. Je nachdem, wie schnell dass wir das Rennen beim nächsten Part beenden können, ist es sogar möglich, dass der nächste Part ein bisschen länger wird. Dann mache ich nämlich den Boss gleich mit. Wir werden sehen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part auch wieder ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis dann.